Fusion in DaVinci Resolve ist manchmal so langsam, dass du denkst, dass du alt wirst. Aber in diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du das minimieren kannst. Viel Spaß damit! Okay, Regel Nummer 1. High Quality und Motion Blur solltest du ausschalten, wenn du flüssiges Playback haben willst. Manche denken jetzt, ich rede von der Motion Blur, die wir auf die Clips anwenden. Ja und nein, weil die Motion Blur muss ja für das Preview gerendert werden. Und das siehst du hier ganz gut bei meinem Albumboxen Animations Preset Video. Hast du hier Motion Blur, das siehst du. Aber wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick in die Leiste von meinen Play Buttons reinklicke, habe ich die Möglichkeit, Motion Blur in mein Preview auszumachen und High Quality auch auszustellen. Und das bringt mich von sage und schreibe 50 Sekunden pro Frame runter auf 2 oder sowas bei renderintensiven Szenen. Siehst du, 2 Frames pro Sekunde. Wenn ich allerdings hingegen jetzt Motion Blur aktiviere und jetzt hier auf Play drücke, dann siehst du, brauche ich einfach mal 14 Sekunden für den ersten Frame und danach brauche ich um die 3 Sekunden pro Frame. Eine Ewigkeit später. Das bedeutet, mach Motion Blur wirklich nur dann an, wenn du die Motion Blur einschätzen musst. Und wenn du dir Renderzeit sparen willst, kannst du die Motion Blur auch animieren. Also hinten von 8 auf 0 runtersetzen, wenn sich das Ding gar nicht mehr bewegen soll. Das wird dir extrem viel Renderzeit sparen, weil jetzt der Computer nicht mehr durch jedes Pixel durchgehen muss und gucken muss, wie hat sich das verändert. High Quality solltest du anlassen, wenn du sehr detaillierte Masken ziehen musst. Aber ansonsten, für alles, was Preview-Sachen sind, wo du die Geschwindigkeit einschätzen musst, lass High Quality und Motion Blur erstmal weg. Tipp Nummer 2, der da genauso mit reinspielt, ist Proxy Mode zu nutzen. Wenn du High Quality und Motion Blur aus hast und es immer noch langsam ist, kannst du versuchen, auf Proxy Mode umzuschalten. Das Gute an diesen Preview-Einstellungen ist, dass du sie quasi nur für den Viewer deaktivierst, aber nicht für den finalen Render. Es hilft dir also, extrem Previewer-Zeit zu sparen. Und vielleicht sogar Abstürze von Fusion zu vermeiden, wenn mal deine CPU zu ausgelastet ist. Tipp Nummer 3 ist, die Render-Range zu beschränken. Das bedeutet, du wählst quasi hier auf deiner Timeline diese orangenen Lokatoren aus und beschränkst sie quasi hiermit. Und so weiß Fusion, was es quasi in den RAM laden muss. Und wenn du genug RAM hast, kannst du das dann echt in Realtime anschauen. Wenn du hier siehst, wenn da grüne Frames sind, hat er die gecached und da siehst du, dass das funktioniert. Und am Ende kannst du einfach mit Rechtsklick in die Timeline klicken und dann Auto Render Range wieder aktivieren. Und schon hast du wieder deine komplette Render Range. Tipp Nummer 4. Nutz den Render Cache. Du hast in DaVinci Resolve bzw. in Fusion die Möglichkeit, ein Ergebnis, womit du schon zufrieden bist, in den Cache zu schreiben und quasi hart auf Disk schreiben zu lassen. Und damit muss Fusion das Ganze nicht jedes Mal neu kalkulieren. Um etwas zu cachen, wie zum Beispiel hier die gesamte 3D-Animation, klickst du auf die letzte Node im Flow. Dann klickst du mit Rechtsklick drauf und dann sagst du Cache to Disk. So, jetzt kannst du dem Ganzen noch einen Ordner anlegen. Dann klickst du auf OK. Und wenn du das jetzt einmal durchlaufen lässt, dann schreibt er die gesamte Animation in den Cache. Und du siehst auch, wenn der Pfeil über diesem kleinen Cache-Symbol ist von dem Hard Drive, wo der Render-Cache ist. Das siehst du dann hier unten, wo mein Render-Cache liegt. Bam! Und wenn du fertig bist und du den Cache löschen möchtest, kannst du ganz einfach hier draufklicken mit Rechtsklick Cache to Disk und dann hier Delete Cache hinschreiben. Bam. Das kann also enorm hilfreich sein, um die Bewegung einer Animation wirklich zu verstehen.
Caching ist zum Beispiel auch enorm geil bei Partikelsystemen, wo du viele Partikel hast, die irgendwie rumbouncen und so weiter. Und wenn du die Partikeldaten in den Cache schreibst, dann muss er nicht jedes Mal neu irgendwas machen. Der Cache ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn du nicht die ganze Zeit noch irgendwas an dem Ding tweakst, weil dann muss er immer neu cachen. Wenn du heftige Effekte hast, dann kann es sinnvoll sein, deinen gesamten Media-Out zu cachen und dann oben in DaVinci Resolve unter Playback Fusion Memory Cache anzustellen. Und schon kannst du den Cache in DaVinci Resolve abrufen und schneller abspielen in deiner Timeline. Hey, und wenn du wissen willst, wie das mit der Albumbox-Animation geht, dann schau doch mal hier rein und wende die Techniken gleich an. Oder guck dir mein 5-Tipp-Workflow-Video an, das du da drüben siehst, in dem ich dir zeige, wie du schneller und performanter in DaVinci Resolve arbeiten kannst, um Zeit beim Editieren zu sparen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ciao.